Schönen guten Morgen. Hallo, hallo. Ja, ich möchte wieder mal das noch weiter gestalten und habe da einiges aufgestempelt, ausgeschnitten, habe mir überlegt, ich mache auch die Segel, ne? Und habe sogar noch den Koffer aufgestempelt und ausgeschnitten. Möchte ihn aussetzen und auch noch die kleinen Teile. Ich nehme das runter, das ist ja noch nicht fest geklebt, habe es schon aufgelegt. Ich habe auch noch das Eis sozusagen. Auch noch ausgeschnitten. Und möchte das auch noch so auflegen, um den Sonnenschirm auch, ja, sogar den Stern noch war irgendwo noch einer. So, also das Eis habe ich jetzt zweimal auch, weil ich auf beiden Seiten auch die Segel auch zweimal. So, und das kommt oben drauf, diesen Schriftzug, und da ist noch so ein kleines Löchlein, und da werde ich einen passenden Brett reinstecken, ne? Das kommt auf den Deckel drauf. So, ich hatte einige da mir ausgestanzt als Unterleger, ne? Aber ist es klein. Dann hatte ich mir noch das Hello aufgestempelt. Und mit so einem Tick, das Set, auch so ein Action-Set, ne, hatte ich das mit dem kleinsten ausgeschnitten, ausgestanzt, ne? Passt, aber ich glaube, wird wohl nicht diesmal da drauf kommen. Ich schau mal. So, dann mache ich mich wieder an die Arbeit, und ich möchte die einfach so nur flach auflegen, die ohne Pad. Oder doch, ich glaube, Pads könnten auch noch drunter, beim Eis, würde ich sagen. So, werde ich mal schauen, dass ich die Waffel direkt drauf klebe mit Kleber, mit Flüssigkleber, und das selbst die Eiskugel, die kommt dann mit einem Schaumpad drauf, das ein bisschen besser ist so. So, dann Blick. So, dann werde ich mal schauen. Obwohl, ich glaube, ich werde mal innen anfangen, den Schirm noch, den Sonnenschirm. Werde ich mal auflegen. Auch mit Kleber. So, in Gelb. So. Den Schirm. Habe ja mir wieder diese gelbe Tafeln geholt gegen diese Viecher. Oh, fliegen hier rum, da. Ja, keine Rettung. Aber jetzt glaube ich, die Sonne, es wird jetzt warm, kann ich endlich alles rausbringen, ne? Das ist höchste Zeit schon. So, und dann mache ich das so. So. Dann kann ich hier auch den Schriftzug aufkleben. Erstmal habe ich auch ausgestanzt mit den
Standschablon von Action, ja. Sind ja diese, ne? Das sind. Ja, aber sehr vielseitig, ne? Das hat mich echt da echt begeistert. Diese Formen sind so unterschiedlich und sehr vielseitig, ne? Weil manche Stelle ist nur eine Prägenlinie, geprägte Linie, in anderem ist dann auch ein Stitchrand und so weiter, ne? Da so ein Zack-Zack, Zick-Zack, ne? So ein, und da ist ein Rund. Echt schön, finde ich. Das gefällt mir echt gut so. Das, ja, dann kann er kleben. Und dann drehen wir um. Und werden jetzt hier, so ist es besser zum Aufkleben, ne? So, dann will ich mal das da einfach ein bisschen die Waffel. Kommt drauf. Und das ist interessant, ne? Auch Papier nimmt dieser Stift. Wollte ich nur mal zeigen. Zum So ist es, ne? Rumprahlen. Echt. Ja. So, komm. Das. Jetzt ist er mit Kleber schon. Ja, so ist das. Vorführungseffekt, ne? Aber ja. Bin ja selber schuld. Ja. So, das da. So, ich glaube, ich nehme lieber einen Block zum Beschweren, ne? Dass das besser erstmal hält. So, und der zweite Waffel. So, so ein bisschen. Nicht viel. Das nur hält. So, und das ist die zweite Waffel. Die kommt auch da drauf. So. Ja, es ist eine Feinarbeit, das Ausschneiden, aber sieht schön aus. So, dann kommen die Segeln. Nee, ich klebe sie einfach so auf. Mache ich dann hier ein bisschen, weil das Papier ist weiß, ist sehr dünn. Von den Karteikarten hatte ich ja Reste und dann dachte ich, kann ich sie bestempeln. So, ich trage wenig auf, dass es nicht so viel dann schmiert. Das, dann wollen wir mal drehen. Ja, ach ja, beim Sonnenschirm habe ich ja diesen Stern noch vergessen. Muss noch dran. So, mal ein bisschen drehen. Die zwei noch setzen.
So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich Klebebett noch. Ja, Schaumbett. So, dann habe ich jetzt die Teile. Meine Schere für Kleber und Klebebett. So, die Kugel ist nicht groß. Da mache ich einfach so einen kleinen. Dann die werde ich noch ein bisschen anrunden, ne? So ein bisschen, dass sie so eine nicht so steif ist. Kugel ist eben Kugel. Ja, und da kommst du dann drauf. So was. Ja. Schon. Länger, ne? Jetzt diese Arbeit mit diesem Projekt dort. Hat auch Spaß gemacht. Da kommt man, ich habe so eine, auch manchmal so eine Art, lass es liegen, soll es ein bisschen reifen. Und dann kommen noch so ein bisschen ein paar Ideen. Und dann manchmal macht man sofort, ne? Ach, guck, wie schön. Gefällt mir gut. So. Weil erstmal denkt man das und dann doch weitere Idee kommt, ne? Und dann ist es, ja, finde ich. So. Ist okay. Ja. So, das Boot, das Eis, ne? Nochmal das Boot, nochmal das Eis. So, ich wollte nur den Stern noch, der muss auch noch beim Sonnenschirm. Wo bist du? Da ist das und da unten, ne? War so ein Stern, dachte ich, ach, den kann ich hier auch noch aufbringen. Nur so ein Punkt. Kann er drauf. Ne? So. Oh, ich glaube zu viel. So viel nicht. So. Das dann. Komm. Drehen. So, muss ich mal schauen. So ist der Stern. Richtig. So. Oh nein, komm her. So. Bleibt da. Ja, so, dann habe ich jetzt noch den Koffer, der wird auch noch ein bisschen, habe mich verstempelt. Ja, ohne die Stempelhilfe, das ist schnell und dann, ja, kommt es gut, man nimmt die andere Seite dann, ne? Dann ist er eben gelb dann heute. Ich dachte, ich mache da diese Farbe, die innere, so ein bisschen mehr ins Orange geht, aber ist doch ein gelber Koffer geworden. Und du auch ein bisschen. Ich mache mal dieses Etikett so ein bisschen. Ja. Gut, das ist soweit auch fertig. Leg ich mal zur Seite. Jetzt kommt der Deckel. Und da ist es ja egal wie und was. So, da kommt dann. Diese Bretts, die sind echt uralt. Das hatte ich noch, ich glaube, es war heiß E24. Damals war dort die Familie Renz, ne? Und die hatten damals auch einiges immer mitgebracht. Und aus den Zeiten noch habe ich das. Und ich finde, diese Farbe, ne, die passt so mehr zu den Kirschen, so ist so ein dunkler, aber näher an das. So, ich hoffe, ich muss ein bisschen durchstechen. Das
kleine Löchlein, dass ich nicht da so viel möchte ich auch nicht. So, wohin sollte es denn jetzt? In der Koffer noch. Koffer unten und da. Und den kann man ja dann drehen. Gutschein. Ja, der Koffer hier. Gutschein. Ne, möchte ich so lieber. So, ne? Ja. Dann machen wir hier so eine Durchbohren. So, ja, genau. Wäre besser, wenn ich es davor gemacht hätte und nicht durch ganze Fläche müsste, aber ist so. Spontan. Spontan entschieden. Eigentlich nicht spontan, weil diese Unterlege, ne, da war schon gelocht. Und dann kommt man dann eben so dazu, dass es dann eben dann soll ein Brett sein. So. Ja, so und da unten dann auseinander. Ja, so steif will ich das nicht machen. Und beim Koffer kommt auch ein Schaumpad. Das sind ja diese Teddy-Schaumpads, ne? Die nutze ich gerne. So, einer reicht. Und dann ist viel Gelb geworden, so eine ganze, aber ich finde ich okay, ist ja die Sommersonnenfarbe, ne? Ja, dann habe ich jetzt den Koffer aufgetragen und der Gutschein kann ich auch so oder so ein bisschen, kann man schauen, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Steinchen mache ich mir noch drauf, aber auch so ist es echt schön. So. So, dann komm mal her. Das dann zur Seite. So. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Schließen wir. So. Aber ich habe nichts vergessen. So, dann haben wir diese Box mit dem Koffer und vorne das Eis. Es ist auch in 3D. Ne? So, dann das Boot mit den Segeln und wieder der Stempel hat. Ja, das hier. So, dann tada. So, dann kommt das auf. Das noch. Der Schirm, so ein Schirm mit. Ich überlegte noch vielleicht das Boot selber, das Boot noch auf Holz aufstempeln, Holzpapier, Holzdesignpapier, ne? Hat man oft, wir haben ja mehrere so eine Holzoptik, ne, Papiere, aber dann dachte ich, ach, eigentlich ist auch so okay, reicht aus. Das Smiley könnte man auch noch machen, ne, mit Gelb, belasse ich so, vielleicht mache ich es noch, aber ne, soweit ist es fertig. So, Urlaubs Box, Explosionsbox. So. Und dann in die Mitte kann dann ein Geschenk drauf. Ne? Hier habe ich jetzt doch keine Innenbox gemacht, wie es in dem Ursprungsprojekt ist. Ne? So, okay.
Das war's und danke fürs Zuschauen. Tschüssi, schönen Tag.